Soll Cannabis dem Alkohol gleichgestellt werden? Ärzte, Psychologen und Wissenschaftler befürworten die Legalisierung von Cannabis für therapeutische Zwecke. Im Parlament wird das Thema heiß diskutiert. Wir haben Menschen in Lissabon nach ihrer Meinung dazu gefragt. Ich denke, es gibt noch nicht genug Informationen über die Dosierungen, aber es kann einen Mehrwert bieten. Ich hörte im Fernsehen eine Geschichte über einen Jungen, der Cannabis benutzte, um sich besser zu fühlen. Es gibt immer noch Vorurteile, aber Cannabis hat wie jedes andere Medikament Nebenwirkungen. Meiner Meinung nach sollte diese Droge nur für therapeutische Zwecke benutzt werden. Man sollte die Komponenten der Pflanze trennen und die besten Bestandteile auswählen, um sie sorgfältig zu studieren. Nur so kann man die Nebenwirkungen vermeiden. Ich denke, man sollte nur an geeigneten Orten konsumieren und dafür sollte man immer ein Rezept haben. Es bestehen immer noch Zweifel in den Auswirkungen des Konsums. Es ist leicht, abhängig zu werden. Ich bin absolut für eine Legalisierung. In meinem Heimatland haben wir damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Mein Staat war der erste in den USA, der die Droge legalisiert hat. Ich bin für die Legalisierung der leichten Drogen. Sowohl für Freizeitzwecke wie auch für medizinische Zwecke. Cannabis ist vorteilhafter als Alkohol, aber man muss die Mengen berücksichtigen. Für mich sollte Cannabis in allen möglichen Anwendungen legal sein. Meiner Meinung nach ist es weniger schädlich als Alkohol. Wir haben nicht viel Ahnung von diesem Thema. Unserer Meinung nach kann es Menschen helfen. Trotzdem glauben wir, dass man Drogen nicht mit Alkohol vergleichen kann. Alkohol kann man im Supermarkt kaufen, aber Drogen nicht. Nur wenn der Arzt es verschreibt, sollte man Drogen nehmen.